Allerdings herrscht auf See nicht immer nur Jux und Tollerei. Es gibt Stürme und feindselige Piraten. Und es ist riskant, mit Männern eingepfercht zu sein, die seit Monaten keine Frau gesehen haben. Ihr seid eine Frau. Stimmt. Und ich lasse mich normalerweise nicht von ihnen anfassen, sonst kommt es zu Frustration. Ich bestehe darauf, dass alle Zeiten haben, in denen sie alleine sein können. Das hilft gegen Reizbarkeit. Aber sie sind doch bereits einsam. Warum besteht ihr darauf, dass sie noch öfter alleine sind? Meryl. Was denn? Habe ich was verpasst? Denkt mal darüber nach. Vielleicht fällt es euch ein. Ich dachte, das hier könnte euch vielleicht gefallen. Ihr habt ein Geschenk für mich? Ich wüsste nicht, was ich getan habe, um es zu verdienen. Das ist ein Amulett der Kirche von Tevinter. Wollt ihr, dass ich hingerichtet werde? So etwas zu tragen ist in jedem Land, das der Göttlichen untersteht, ein Frevel. Ich dachte, ihr kämpft für die Rechte der Magier. Unabhängig davon, wen ihr euch dadurch zum Feind macht. Es gefällt mir. Ich sollte es vielleicht nicht offen tragen. So begierig auf den Strang bin ich nicht. Aber ich weiß es zu schätzen. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, wie das Leben in der Kirche von Tevinter wohl sein mag. Im Zirkel klingt es immer so, als sei sie die Lehre selbst. Die schwarze Göttliche, die Thedas heimsucht und es zu einem gefährlichen Ort für Kätzchen und Jungfrauen macht. Diese Kätzchen und Jungfrauen brauchen eben einfach einen netten, starken Magier, der sie beschützt. Bei allem, was man so über Tevinter hört, ist das vermutlich das Letzte, was sie sich wünschen. Zumindest die Jungfrauen. Von grauenhaften Ritualen mit Kätzchen habe ich allerdings noch nie gehört. Ich weiß euer Geschenk zu schätzen. Vielleicht habe ich ja eines Tages etwas ebenso Bedeutsames für euch. Ich kann so nicht weitermachen. Lasst sie nicht entkommen! Seid ihr Coterie? Eine von Lilies Freundinnen? Lily gehörte zu uns. Sie hat für euch gearbeitet und jetzt ist sie tot. Ihr bekommt eine Chance. Habt ihr sie getötet? Lily ist nicht durch meine Hand gefallen. Das war jemand anders. Erklärt euch. Das Problem hier ist, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Einer von dem Abschaum, der meine Karawanen angegriffen hat, arbeitete für jemanden in der Koterie namens Brecker. Lily wollte die Sache untersuchen und ich glaube, Brecker hat sie deshalb töten lassen. Brecker? Wenn ihr lügt, werde ich euch finden. Männer, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Sofort!
erledige das. Ihr müsst Brecker sein. Und ihr seid dieser verlauste Flüchtling? Hattet ihr Freude an dieser geschliffenen Formulierung? Es war nämlich eure letzte. Ich würde ja gerne, Herzchen, aber ich kann nicht. Ich habe die Kerle gefunden, die für die Frachtdiebstähle verantwortlich waren. Sie haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Ausgezeichnet! Wenn das geklärt ist, müssten die Profite der Mine in die Höhe schnellen. Bitte besuch doch fürs Erste unsere Arbeiter hin und wieder. Ihr habt die seltene Gabe, sie bei Laune zu halten. Ihr seid hier. Ich war mir nicht sicher, ob ihr kommen würdet. Gerechtigkeit heißt meine Besessenheit für euch nicht gut. Er denkt, ihr würdet mich nur ablenken. Das ist eines der wenigen Dinge, bei dem wir nicht einer Meinung sind. Wenn ihr nicht gekommen wärt, würde ich inzwischen schon nach euch suchen. Als ich noch im Zirkel war, war Liebe nur ein Spiel. Es hat den Templern einfach zu viel Macht verliehen, wenn es jemanden gab, dessen Verlust man nicht ertragen konnte. Ich könnte es nicht ertragen, euch zu verlieren. Ihr werdet mich nicht verlieren. Ich kenne keinen Magier, der es je gewagt hat, sich zu verlieben. Aber diese Regel werde ich mit Freuden brechen. Thank you.
Ich liebe euch. Ich habe mich bisher zurückgehalten, das zu sagen. Ihr solltet ein normales Leben führen und nicht an einen Flüchtigen ohne Zukunft gebunden sein. Aber ich will euch niemals wieder verlassen. Dann verlasst mich niemals wieder. Meint ihr das ernst? Ihr wollt, dass ich hier mit euch lebe? Würdet ihr der Welt, der Kommandantin, erzählen, dass ihr einen Abtrünnigen liebt und zu ihm stehen werdet? Ich will, dass ihr hier seid und nirgendwo sonst. Bis zu dem Tag, an dem wir sterben. 3 Jahre lang habe ich jede Nacht wachgelegen und mich nach euch gesehnt. Ich habe immer noch Angst, ich könnte irgendwann aufwachen. Machen. Das für euch machen.